Hallo, heute stellen wir euch das Drama Maria Magdalena von Friedrich Hebbel vor. Maria Magdalena ist eine Figur aus der Bibel, spielt aber eigentlich keine Rolle, da die Hauptfigur aus Hebbels Drama weder Maria noch Magdalena, sondern Clara heißt. Stellen wir euch die Personen also erstmal vor. Zum einen ist da also Clara. Junges Mädchen, aber nicht ganz so unschuldig, wie man denken könnte. Sie hat nämlich auch einen Freund, Leonhard. Und aber auch eine alte Flamme, Friedrich. Der ist gerade erst von seinem Studium wiedergekommen, währenddessen hat er sich nicht bei ihr gemeldet und war deswegen bei ihr auch erstmal abgeschrieben. Dann gibt es auch noch Claras Bruder Karl, das schwarze Schaf der Familie. Und natürlich die Eltern, den Tischlermeister Anton, ein ziemlich verknöchelter Spießer und seine kranke Frau. Außerdem kommen noch ein paar Bewohner aus dem Ort vor, aber die spielen keine große Rolle. Die ganze Geschichte beginnt damit, dass Claras Mutter, eine ziemlich von sich eingenommene, eher zickige, ewig kränkelnde Nervensäge, davon quatscht, was sie schon Tolles in ihrem Leben erreicht hat. Wie sie sich für die Familie aufgeopfert hat. Bla, bla, bla. Clara hört zu, ist aber eher ein wenig erleichtert als Karl. Wir erinnern uns, das schwarze Schaf der Familie ins Zimmer kommt, um Geld zu schnorren. Der dampft aber ziemlich erfolglos gleich wieder ab. Und die Mutter heult Clara wieder was vor, dass sie den Karl doch eigentlich lieb hat und so weiter. Sie regt sich mega auf und Clara hat schon Angst, dass sie, also die Mutter, gleich wieder krank wird, wo es ihr doch gerade erst ein wenig besser geht. Jetzt kommt zum ersten Mal Leonhard ins Spiel. Nennen wir ihn einfach Leo. Er besucht Clara und macht ihr, total Gentleman, erstmal Vorwürfe, dass sie nicht immer so eine Fresse ziehen soll. Clara, statt dass sie ihn gleich mal zur Rede stellt, versucht sich zu rechtfertigen. Ist ja bloß, weil sie Angst hat, schwanger zu sein und sie sich jetzt Vorwürfe macht, aber hören wir einfach mal zu. Als ich gehört habe, dass dein alter Stecher wieder da ist, dachte ich mir, entweder läuft jetzt endlich mal was, nicht immer nur das bisschen Rumgemache, oder du machst weiter einen auf Rigide und ich schieß dich ab. Na toll, das habe ich schon gecheckt. Darum habe ich dich hereingelassen. Aber jetzt habe ich halt voll das schlechte Gewissen. Meine Mom ist ja eh so hysterisch und steigert sich in alles rein. Die denkt doch, dass ich Jungfrau bin und so soll es auch bleiben. Oh Gott! Ich kann noch nicht 2 Jahre lang schwanger sein, bis wir endlich heiraten können. Ey, bleib locker. Ich frag deinen Vater doch dann, ob wir es endlich offiziell machen können. Alter, du weißt doch, wie altmodisch der ist. Der gibt erst sein Okay, wenn du genug Kohle hast. Babe, ich bin doch der Babbo. Ich hab jetzt die Stelle als Kassierer. Da kommt schon genug rein. Was? Und was ist mit dem anderen? Dem Neffen vom Pastor? Ja, okay. Das war nicht ganz einfach. Da habe ich mir was einfallen lassen. Meine Kumpels, denen haben sie so abgefüllt, dass er auf ganzer Linie verkackt hat. Und außerdem habe ich mich halt noch ein bisschen an die Nichte vom Bürgermeister dann gemacht, weil ihre Connections mir noch ein paar extra Punkte eingebracht haben. Clara ist über diese fiesen Tricks von Leo geschockt. Sie würde am liebsten Schluss machen, aber sie ist ja schwanger. Damit sie Leo aber wenigstens kurzfristig los ist, geht sie kochen. Dafür betritt ihr Vater, Meister Anton, den Raum. Der redet gleich mit Leo und macht den Deal mit der Hochzeit perfekt. Jetzt könnte Leo eigentlich happy sein. Aber er findet es nicht so nice, dass Clara, anders als er gedacht hat, kein Geld mit in die Ehe bringt. Naja, das muss er jetzt mal so hinnehmen und zischt ab. News. Karl soll dem Juwelier Schmuck gestohlen haben, als er bei dem was repariert hat. Nachdem Karl ja eher ein schlimmer Finger ist, wird es erstmal von niemandem angezweifelt. Es geht auch alles ganz schnell. Karl kommt nach Hause, die Cops kommen rein, verhaften ihn, Mutter ist geschockt, fällt tot um. Klar, dass Meister Anton jetzt mit seinem Sohn gar nichts mehr zu tun haben will. Eigentlich ganz praktisch, so ist er den Schmarotzer endlich los. Clara versucht für ihr Brüderchen ein gutes Wort anzulegen. Aber Papa, vielleicht war es ja doch gar nicht. Jetzt chill mal eine Runde. Aber das beeindruckt den Alten nicht wirklich. Mist, dass auch Leo inzwischen mitgekriegt hat, dass der Karl jetzt voller Gangster sein soll. Also für ihn natürlich optimal.
Jetzt kann er Clara elegant loswerden. Er als Kassierer mit dem Schwager im Knast? No way. Ja, ihr seht, Clara hat's ganz schön schwer. Denn jetzt will ihr Vater, ganz der Spießer, dass wenigstens sie die Familienehre rettet. Drum setzt er sie gleich mal unter Druck. Jetzt, wo dein Bruder schon so krumme Dinger dreht, dann muss ich mich wenigstens auf dich verlassen können. Du wirst mir doch nichts anstellen. Schwanger oder so, das wäre echt die Härte. Da muss ich mir ja einen Strick nehmen, wenn mir sowas zu Ohren käme. Klar, dass das Clara ganz schön belastet. Gibt zwar kurz darauf eine kleine Entspannung der Lage, weil sich herausstellt, dass Karl gar nichts gemacht hat, Justizirrtum sozusagen, aber Clara macht sich halt noch immer noch voll die Sorgen. Totale Verzweiflung, jetzt wird ihr Vater erst recht von ihr enttäuscht sein. Einziger Ausweg, Hochzeit. Als potenzielle Kandidaten wären da immer noch Leo oder aber ihre alte Jugendliebe Friedrich, der Sekretär. Der ist ja schließlich an allem schuld. Hätte der sie nicht wie wild angeflirtet, wäre Leo nie so eifersüchtig geworden und sie hätte das erste Mal noch hinauszögern können. Gut, dass Friedrich auch gerade hereinkommt. Die zwei machen total auf Gefühlsduselei und gestehen sich ihre Liebe. Doch als sie ihm schließlich gesteht, dass sie bereits mit Leo geschnackselt hat und es auch nicht ohne Folgen geblieben ist, will der Friedrich sie plötzlich auch nicht mehr. Das muss sie verstehen. Ich würde ja schon, aber meine Ehre. Okay, Option 2. Clara also hin zu Leo. Wie wäre es, wenn ich auf total gute Ehefrau mache und wir eher so eine offene Beziehung führen? Ja, auf SM würde ich mich auch noch einlassen. Der ist zwar erst nicht ganz abgeneigt, klingt ja nicht so schlecht, kann aber nicht. Inzwischen hat er nämlich schon die Nichte des Bürgermeisters geschwängert. War eh die bessere Partie. Also, sorry Clara, aber da geht jetzt echt nix. Clara macht es jetzt richtig fertig und sie beschließt, sich umzubringen. Scheint ihr der einzige Weg, sonst würde ja ihr Vater Selbstmord begehen. Friedrich hat sich in die Situation schon völlig reingesteigert und beschlossen, Leo zum Duell herauszufordern. Der ziert sich erst, voll die Pussy halt. Dann geht's aber richtig los. Resultat? Friedrich knallt Leo ab, wird dabei aber auch getroffen. In der Zwischenzeit kommt Clara nach Hause und trifft auf Karl. Brabbelt aber nur wirres Zeug. Karl checkt halt mal gar nichts und schickt sie Wasser holen. Gute Gelegenheit. Sie also zum Brunnen und stürzt sich hinein. Friedrich ist inzwischen bei Meister Anton und macht ihm voll die krassen Vorwürfe. Und sieh das mal nicht zu eng. Die Clara ist doch eigentlich voll die Sabbat-Tochter. Der Alte sieht es aber mal überhaupt nicht ein. Erste Anzeichen von Altersstarrsinn. Da stürmt Karl rein und schreit, dass Clara tot ist. Friedrich macht sich jetzt Vorwürfe. Oh Gott, das war es jetzt nicht wert. Und Meister Anton macht voll auf uneinsichtiger Kauz und ein bisschen auf theatralisch, weil er sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, und wir übrigens auch nicht. Option. Verstanden? Mhm. Ja, gut, weil du gerade nicht reagiert hast. Gute Gelegenheit. Sie also zum Brunnen und stürzt sich hinein. Was sagst du? Ich glaube, jetzt kannst du nach. Und ein bisschen auf theatralisch. Ich weil verstehe er sagt, die Welt. Jetzt habe ich es versaut, okay? Ich Friedrich zu. Macht sich jetzt Vorwürfe. Jesse! Oh! Da stürmt Karl rein und schreit, dass Clara tot ist. Friedrich macht sich jetzt Vorwürfe. Dann er. Das kann doch nicht sein! Der Karl schreit! Ich würde davon abgehen! Clara ist tot! Alter. Friedrich! Das brauchst du doch nicht! Das haben sie sich alle mal gefangen! Nachdem Karl ja eh ein ziemlich
Nachdem Karl ja eh ein ziemlich Wirklich? Dachte ich mir, entweder läuft jetzt endlich. Mein Handy war die ganze Zeit lautlos. Nur jetzt ist es doch los. Nicht immer nur das bisschen Rumgeschmack. Schleck mich schon mal. Schlecken. Heute stelle ich euch das Drama vor. Stopp, ich habe keinen Text. Du brauchst doch keinen Text. Toll, das habe ich mir schon. Alter, Leute, bist du hier anstrengend? Das ist normal, Dude. Nein, das macht nicht. Das ist was, so was irgendwann. Ich kündige. Action, ich mache einen Action. Ja, ist auch nicht schwer, Action zu sagen. Die Cops kommen rein, verhaften ihn. Shit, Mutter, du musst sagen. Was? Und was ist mit dem anderen, den... Chrissy! Oh shit, eigentlich müssen wir diese ganzen Outcasts alle aufnehmen. Oh Gott, voll die Spasten, Leute.